Sehr verehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe verbliebene Zuschauer auf den Rängen. Das Thema ist in der Tat sperrig. APA-REC und Herr Ernst, wenn Sie sich ein bisschen weiter mit dem Thema befasst hätten und nicht nur diese Rede gehalten hätten, wüssten Sie, dass da auch noch ein A-REC kommt, ein Aufsichtsprüferreformgesetz. Und wenn Sie das gewusst hätten, dann hätten Sie bei der richtigen Analyse, die Herr Haider ja auch in den Zahlen noch mal bestätigt hat, nämlich der Dominanz der Big Four für internationale Prüfungen, dann hätten Sie vielleicht mehr als ideologische Schlagworte gebraucht. Denn das Thema wird uns befassen, das ist richtig, aber es ist nicht so einfach zu lösen, macht die Großen kaputt und schafft den Kleinen mehr Raum. Es gibt heute keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland, das ist die Aussage der Wirtschaftsprüfer selber, die in der Lage wäre, die großen Konzerne, die international aufgestellt sind, zu prüfen. Sie können es nicht. Und die Frage ist, welche Strukturen müssen wir schaffen, um dort, und da stimmen wir ja im Ziel absolut überein, eine unabhängige und qualitativ hochwertige Prüfung hinzukriegen. Wenn wir hier das Gesetz haben, dann stelle ich in der Tat erfreut fest, dass das Petitum der Experten auch unserer Fraktion, der von unserer Fraktion vorgetragenen Petitum zur stärkeren Berücksichtigung des Mittelstandes in den Änderungsanträgen Niederschlag gefunden hat. Ich freue mich wirklich, dass wir eine Reihe von Änderungen dort gehabt haben. Herr Haider hat sie im Wesentlichen benannt. An einem Punkt allerdings, Herr Haider, und das führt uns auch zu der Enthaltung, wir haben ja auch strukturelle Veränderungen gemacht. Und die strukturellen Veränderungen zum Teil sehr gut, nämlich dass wir klar trennen in der Wirtschaftsprüferkammer zwischen dem Präsidenten oder der Operativen, sage ich als jemand, der aus der Industrie kommt, und der Aufsicht. Das heißt also, die Nachrückerregelung im Beirat, in dem Moment, wo man in den Vorstand geht, ist der Beirat nach wie vor unabhängig. Was wir nicht verstanden haben, ist, dass man dem Präsidenten eine getrennte Organstellung, die nicht klar in der Verantwortung definiert ist, gegeben hat. Denn diese Unklarheit führt nach unserer Auffassung zu dem, was wir ja leider in den letzten Jahren zu beklagen hatten, dass nämlich innerhalb und ganz ohne staatlichen Einfluss innerhalb der Wirtschaftsprüferkammer und innerhalb der Wirtschaftsprüfergemeinschaft ja ein erheblicher Streit entstanden war, der zum Teil auch befördert war durch gewisse Intransparenzen in der Vergütung bzw. Aufwandsentschädigung. Wir hoffen, dass die neue Struktur in der Lage ist, diese Schwierigkeiten zu überwinden, die wir in der Vergangenheit hatten. Aber wir glauben, dass die Organstellung des Präsidenten dort ein nicht richtiger Schritt ist. Und insofern wir uns enthalten, auch wenn wir, wie gesagt, den Änderungen im Ausschuss zugestimmt haben. Noch eine Bemerkung möchte ich machen zu dem Thema der Aufhängung bei der BAFA. Sie haben darauf hingewiesen, das war ja strittig, es hätte andere Lösungen gegeben. Ich denke, das, was wir lernen müssen, auch aus dem Expertengespräch, der Anhörung, die wir hatten und vielen Gesprächen, die wir hatten, was wir lernen müssen, dass wir mehr Transparenz brauchen. Wir brauchen die Transparenz. Wir werden ja nach wie vor eine Situation haben, wo Gehaltsstrukturen anders sind als die, die in der BAFA vorhanden sind. Und insofern wäre es wichtig, und ich denke, dass gerade nur bei Transparenz, und das war ja so ein bisschen anders gehandhabt, ich erinnere mich, dass ich in die Geheimschutzstelle musste, um eine simple Zahl zu erreichen, nämlich wie groß die Aufwandsentschädigung ist, dass wir nur bei Transparenz eigentlich Vertrauen schaffen. Ich werbe sehr darum, dass wir dann den Mut haben, auch Aufwandsentschädigungen und Gehälter wirklich nach außen hin zu verteidigen. Ich glaube, es ist besser, man versteckt sich da nicht, sondern man ist da offen. Wir werden uns mit dem Aufsichtsprüfergesetz noch auseinanderzusetzen haben. Ich sage, wir werden das sehr aufmerksam von Seiten der Opposition verfolgen müssen, denn nicht immer war die Mittelstandsfreundlichkeit, die Sie eben so betont haben und die auch uns ein Anliegen ist, und übrigens deshalb, weil damit ein guter Wettbewerb entsteht, dass wir diesem Ziel ein großes Augenmerk widmen. Und ich hoffe, dass wir dann gute Beratungen und ein gutes Ergebnis auch bei dem noch kommenden Aufsichtsprüferreformgesetz haben werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als letzter Redner in dieser Runde hat Matthias Ilgen von der SPD das Wort.